So, habe die Ehre und grüßt euch zu einem weiteren Folgen. Da ist der Grüßbuch. Ja, weiterer Vlog, wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, geht's hin ähnlich lange sind ans Häckseln. Ja, wir haben es jetzt eine Weile sparen. Ich habe inzwischen mal alles aufgeräumt und dass das alles wieder passt, Ballen verräumt etc. Und ja, der Wotan und der Mammutsteiner schon beide da. Auf dem Wotan habe ich gesehen, habe ich Verdecken aufgebaut. Weil, wenn wir jetzt dann, jetzt ist es schon immer ganz so warm und wenn wir jetzt dann so viel fahren mit dem, weil ich werde mit unserem 8-Tonner und einem Wotan auf jeden Fall anfahren. Wie gesagt, wir fahren am nächsten Tag mit dem Mammut und mit dem Anreiher. Ich hoffe mal, ja, doch, also Allrad müsste ich schon packen. Wenn es dann damals schwer wird, ja, dann muss man entweder ganz viel machen oder lernen wir nicht mehr eins von beiden. Muss mal schauen, wie es ist, weil wir es jetzt nicht so schlecht reden. Sehen wir ja dann. Ja, ein Thema, ja, es ist, ich habe einen weiteren Diesel gekauft. Wir haben einen weiteren Traktor, aber aus dem ganz einfachen Grund, er war zum Verkauf gestanden und es ist schon ein geiles Teil, muss man schon sagen. Ich habe schon einmal beim Silofest von gesehen, ich glaube, jetzt wisst ihr schon, was vorne ist. Ist auch kein Betrag, das ist auf jeden Fall jeder, aber gleichsetzend geiles Teil. Deswegen wird auch Diesel gehen, kein Eicher, sondern nach langer Überlegung doch der Deutz. Weil ja, der neue Diesel hat auch ungefähr DPS, ich glaube, ihr habt es so schon gesehen und ihr seht so durch den Eicher hin, durch die Scheibe wegen durch, dass da rote Kabine drin steht und deswegen darf ich gar nicht zu lang weiter rumdrehen, sondern gleich mal sagen, was ist. Und da seht ihr das wunderschöne Prachtstück. Es ist ein 95er Schlüter Wahn. Schlüter 950 V6 oder Kompakt V6. So, da nochmal ganz viele liebe Grüße an den Deutz für den Sechszylinder, dass er mich bei dem Teil vom Kraftverkäufer hat und beim Herrichten. Sauberes Teil. Der ist mit dem 3066, Eicher oben gesagt, das ist nicht meine, sondern der ist mit dem Hegfahren. Der ist jetzt momentan noch ein Hausdiener und der wird dann demnächst von mal schauen, ob wir den vielleicht auch nochmal vom Orion sehen. Mal schauen, kommt ganz drauf an, wie er Lust und Zeit hat. Ja, ist wie gesagt ein ganz normaler 3066 Standard. Noch einer für alten Generation oder älteren Generation, also die neueste, also ohne Facelift. Finde ich, muss ich einfach sagen, finde ich schöner. Nicht mit dem Standardauspuff, sondern mit dem anderen. Und ja, ansonsten. Oh, ein schieres Teil, muss man schon sagen. Da fällt sich nichts. Ja, dann darf ich mal sagen, ja, dann machen wir wieder was zum Schlitter. Hat jetzt so um die, also schaut sauber aus, da fällt sich gar nichts, da hat jetzt so, also wie wir mal wieder ein bisschen hergerichtet waren, wie man nochmal ein bisschen hergerichtet. Wie gesagt, ich habe einen Frontladeranbau drauf, mit der passenden Hydraulikstecker bei unserem Frontlader, das passt, unserem Stall. Kugelkopf hat er hinzu, Hydraulik, genügend Anschlüsse, das passt auch. Da fällt sich nichts. Ist 40 km/h Variante, soweit ich weiß. Also läuft, müsste um die 40 laufen. Ein Tacho haben wir gekriegt, weil der ist in Anfang weggegangen. Der geht jetzt auch wieder. Und ja, wie gesagt, Fronthydraulik, die haben wir da noch gehängt. Die stören da jetzt jeder, weil wenn man Frontladerarbeit machen, ist schon praktischer. Wenn man vorne nichts rausstehen hat. Und ja, wie gesagt, ja, der jetzt wird gehen, der steht zum Verkauf. Der wird die nächsten Tage dann entweder einer von euch sie oder bei meinem Dorf und der Umgebung und der Grisbach, dass er da einer will. Ansonsten werde ich ihn auf eBay stellen. Ja, hat nicht allzu viel Stunden bei mir gemacht, weiß ich. Aber ja, zum Schlüter sagen wir nein. Ja, das passt. Der war nicht allzu weit für mich zum Verkauf gestanden. Aber ansonsten hätte ich das, weil ich jetzt auf den Geld aufmerksam geworden, hätte ich gesagt, das passt dann schon. Ja, top. Hier nochmal kurz reinschauen. Ja, lockt schön hoch dran, und Umblick. Passt auch. Falls ich nichts. Du die schöne Schiebe tun, das ist natürlich auch praktisch. Da kann man auch mit Aufiger durchfahren und muss jetzt schauen, wenn man sich wegfährt. Das ist natürlich beim Schlitter schon praktisch gewesen. Mit dir noch hinter die wegschauen wollen können. Da falls ich nichts. Ja. Soweit für ihn. Wir können noch eine kurze Probefahrt machen. Dann sehe ich, hört mal ein bisschen was von dem. Dann laufen tut er super.
Jetzt extrem mal nichts, dass du bloß einen Sound hörst. Sind wir Runden gefahren? Jetzt hab's noch gehört, wie das eh auch hört. Ja, sauber, da hätte ich mal gesagt, da fällt sich nichts. Laufen du da, einwandfrei. Ja, das hätte ich gesagt, jetzt haben wir wieder lange nur rumgeredet, sondern können wir endlich zu dem, was wir anfangen werden. Das muss ich dann mal schnell anhängen, weil wir müssen ja dann gleich hinter die fahren. Und mit einer ohne Hänger wird es wohl schwierig werden. So. Und wo dann eine? Klar, natürlich, Eier ist natürlich wieder ein ganz anderer Sound da. Aber man muss es schon sagen, der Schlitter ist schon schlecht. Also, wenn wir jetzt so sagen, der Schlitter hört sich schlecht an. Da ist seine Zollstimme. So, wie gesagt, da haben wir noch drei, glaube ich, am Rumstellen, wenn wir da brauchen. Mit dem werden wir natürlich dann umfahren, ganz klar. Ich kann jetzt euch null sagen, an welcher Stelle wir jetzt mit dem dann fahren. Zuerst haben wir, wie gesagt, ein wenig mit dem Motor an. Dann wahrscheinlich mit Schlitter und mit 145 vielleicht. Bin mir nicht sicher, muss ich mal schauen, kommt ganz drauf an, wie wir es machen. So, schmeißen wir den mal wieder auf. Wie gesagt, die Schutzblech habe ich vorne jetzt passend lackiert. Sind jetzt in einer gleichmäßigen Farbe, das ist auch schön. Dass wir nicht mehr die ganze Zeit doppelt zwei verschiedene Farben halt haben, ja. Mann, der Auspuff da unten direkt raus, da war. Das haut da schon was weg, du hey. So. Ein Stück oder so. Mir ist es ganz gut, so schauen wir mal. Oh, da sind wir viel zu weit hinten gefahren, eieiei. So. Ja, so passt's. Zack. Vielleicht habe ich gesagt, können wir noch mal, aber das passt. Ja, doch. Zu groß schaut es jetzt halt aus. Aber ich glaube, das geht schon. Auch hin brauchen wir den Gold, weil schon ist das mit Deichsleder. Ja, wenn wir aufpassen, dann mehr die Strafe. Ich muss es zwar mal ausprobieren. Jetzt ein Hornmauer da. Nein, das wäre nichts. Das wäre definitiv zu hoch. Ja. Kann man nichts machen. Aber es geht so. Nochmal die Tür dazu. Oh, ich hab schon richtig Bock drauf. Freu mich schon. Dass jetzt endlich losgeht. Klar, kommen natürlich wieder da nicht. Das ist natürlich aber so. Die Einzelne Spielstufe kostet noch mit einer Reihe Hexen. Du verbrauchst schon viel zu viel Sprit und so weiter. Ja, hey. Ich mach so, wie es ich Lust hab. Und so wie es mir Spaß macht. Und wie gesagt, ich hab den Ohrreiher. Und früher ist es genauso gegangen. Und
bin jetzt sogar auf, ich muss jetzt so, ich schaue, wie besprüht ich jetzt dann aus, also ich mache das immer zum Spaß. Und ja, deswegen passt das Ganze auch. Aber klar, ich lasse natürlich jedem seine Meinung. Ja, ich werde jetzt so die unteren, zuerst unten sozusagen ein kleines Vorgewende fahren, damit wir die ganze Zeit in der Wiesen drin umdrehen müssen. Oben und unten. Aber ich fange jetzt so gleich unten einmal an und dann werden wir einmal auf. Wobei, wenn wir wahrscheinlich da, ja, das werden, muss ich mal schauen, wie wir es machen, wie viel Platz am See ist, wenn wir da überhaupt einmal entlang kommen. So, da würde ich mal sagen. Also, natürlich erstmal noch das Rohr aus, sonst wäre das Ganze nichts. So. Oh Mann, oh. Und dieser schon. Oh, der erste Mais wird nicht so. Wenn wir noch ein bisschen um, sonst fahren wir den weg. Noch ein Stückchen. So. Ja, das passt. Das läuft gut. Ja, unten ist natürlich jetzt ein bisschen blöd da am Vorgewinde, da ist es jetzt nicht so leicht. Wenn wir dann links bauen von uns, so wie wir gesehen haben, ist natürlich dann wird es einfacher. Also gerade, wie wir das machen. Dann am besten drehen wir. Jetzt fahren wir wieder aus. Dann drehen wir und fahren wieder am Winter. Ja, doch. Das ist die beste Lösung, da immer so. Jetzt muss ich da ein bisschen was wegbringen. Und dann. Ja, ja, ich habe wie gesagt auf unseren 800 haben wir auch ein Steckbrett oben drauf gemacht, beziehungsweise Bordwanderhöhungen, Häckselaufbau quasi ist das extra. Haben wir, ist damals mitgekauft worden. Und das passt, der ist auch noch nicht allzu alt. Oder was heißt nicht allzu alt? Der ist nicht allzu lang in Gebrauch, sagen wir so. Gekauft worden ist er natürlich schon damals, wo er gebaut worden ist, aber er ist nicht allzu viel Einsatz gekommen. Da waren vorher noch die alten, wie gesagt, der alte Unsinn und der Reisch waren noch mehr im Einsatz. Und der hat jetzt auch noch nicht viel, also viel da, deswegen schaut der auch noch so gut aus. Da haben wir zwar dann nochmal drüber geschaut über den. Ja, so. Aber ja, das passt schon. Oh, das ist echt schön. Also ich freue mich, dass ich das mit Wammel machen kann. Ja, mein Königstiger. Ja, das war glaube ich schon eine rechte Plogerei waren. Das war zwar glaube ich schon gegangen, aber wahrscheinlich bloß mit dem Kleiner. Also der hätte ihn jetzt den 800 glaube ich. Wenn er mal langsam voll wird, also wenn er jetzt noch lade ist, hätte er schon gepackt, aber wenn er dann mal voll wird, aber ich glaube dann war es wesentlich kritischer waren. So, ich fahre natürlich jetzt ein bisschen weiter draus, damit wir die ganze Zeit an einer kleinen Stelle fahren. Ja, ich werde auf die Wiesen wahrscheinlich um eine Magülle auffahren. Ja, müssen wir schauen. Alter, wir müssen schon ganz gut eine Reihe weg, das passt. Machen wir wieder auf. Ersten Gang wieder ein und dann geht's wieder rein. Ja, ein bisschen Zeug ist gewachsen, genau, das ist ja immer so. Gewachsen oder aber was? Ja, ihr seht schon, das wird zeitlang dauern, also. Da sind wir schon gut dabei, so ist das wieder. Wie gesagt, wir fahren das ja auch selber weg. Also spontan habe ich jetzt keinen Kunde. Der war jetzt mit dabei, wie gesagt, der war jetzt noch da ist mit dem 3066, wo man Schulter gehabt hat. Da ist sowas so, der muss jetzt da oben wieder an die Arbeit. Deswegen wird das wahrscheinlich da nichts werden. Oh mein. Ich habe mal zwei Rase Diesel über 40 gelaufen, das passt dann schon.
So. Ja, gucken wir, müssen schon noch vorbeifahren. Aber ja, das gefällt mir, das passt. Das ist schön. Ja, ich sage, wenn jetzt so schon eine Zeit lang fahren, wenn wir den unteren Teil da wegkommen. Und dann wird es an links fahren. Wir sagen, wir haben zwei Acker, den da und den links hinterm. Ja, da werde ich schon eine Zeit lang bei sehen. Können wir jetzt nicht immer, da ist der Straße nochmal ein wenig zurück geschieben. So. Da schauen wir mal zu dicht rumfahren. Jetzt kann man schon auf Marker fahren sein. So, halb halb. Da fahren wir jetzt auf wie der Wiesen, ne? Da fahren, du lässt sie natürlich vermeiden. Wenn wir da auswählen. Ja, wollen wir den meisten aufführen? Weil das fragt sich ja sicher auch, weil unsere Silos sind ja soweit alle voll. Wir haben da hinten links dann noch ein Silo frei. Werde ich halt den Boden wahrscheinlich dann eins noch machen oder. Ja, muss ich mal noch schauen. Ich denke mal, ich werde da den Boden eins noch machen. Ich habe natürlich aber auch gefragt, ob ich bei einem Freund das auch einführen könnt. Das muss ich dann aber auch, weil ich zurecht, wenn man dann aber die Silos für die unten nehmen muss. Wie gesagt, das darf zwar leisten, weil der nutzt es gerade da. Aber. Ja, muss ich mal anschauen. Ansonsten denke ich mal, du gehst ja jetzt so gut was drauf. Ich glaube, dann ist dann so ein Bonzer schon ganz besser, weil das kannst du dann relativ schön groß machen. Und dann. Oh. Das ist ein Puzzle. Ja, oh, und wieder nicht. Mal aufpassen, ein Stor da. Ein Stück gleich so. Ja, wollen wir es immer noch hin und her fahren. Und da schaut das Ganze gar nicht mehr so schlecht aus. Wie gesagt, ich muss ja einmal halt rumkommen. Das da jetzt da eigentlich schon passt. So ein bisschen kann man ja in diesen Nähe fahren. Dann wird es natürlich enger. Das ist dann ganz klar. Jetzt bin ich rein. Ich hab gleich gesagt, das wächst aber. Weil da scheint auch gut zu unreich. Und der ist jetzt doch jetzt so dicht gewachsen.
Und ja. So, wie ihr gesehen habt, ist der erste Wagen voll. Ja, 8 Tonnen. Ich habe mir jetzt nicht zufällig viel gemacht. Ich möchte nicht überlohnen. Aber das passt schon. Wenn ihr Parts und was, das habt ihr schon gesehen, aber der Mammut hat super zu, also freut sich gar nichts. Ich habe gesagt, der so. Wenn ich dreckig war, nur ist aber mehr. Das kann ich nicht vermeiden. Deswegen haben wir dafür einen Hochdruckreiniger wieder da. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall Buch fahren. Wir werden immer so abwechseln. Buch fahren mit dem Wotan machen, dann Buch fahren mit dem Schlitter und. Ja, wenn ich Bock habe, natürlich habe ich Bock. Vielleicht oder die eine oder andere fuhr mit 145er. Das war natürlich schon schlecht. Schon ein sauberes Teil. Also, weiß ich nichts, da kann man schon gerne mit fahren. Ja, aber jetzt seid ihr mal so reden wir gar nicht zu lange rum, sondern fahren los. Ja, ich hab's mir jetzt da noch überlegt, wo ich es noch fahre. Und zwar, ich werde es zu meinem Freund nachverfahren. Der hat gesagt, ich kann es so leicht nicht fahren, die Silo nutzt er sowieso nicht mehr. Und. Muss ich leisten, ne? Also, ja, wie gesagt, wenn wir nicht führen, ist er Durchfahrsilo. Also, ziemlich praktisch. Dann geht es natürlich um einige Schnüre, dann muss ich nicht unbedingt rückwärts schieben. Dann können wir schon durchfahren. Muss dann mal schauen. Aber normalerweise werde ich rückwärts aufkippen und dann durchfahren. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Was ich machen kann. Ja, werden wir es dann machen.
So, da wird der Wut nicht auch schon mal gut zum Ziel haben wieder. Da genau. Weil da war jetzt die Überzeugung ruhig gestanden, hat keine schwere Arbeit machen müssen. Jetzt da aufziehen, das ist schon was, wenn man so einer Zichtzeit gut so. Da bist du schon relativ schwer drin. Ja, natürlich dann die Seiten ist aber auf. Das ist natürlich keine Komfortkabine, sondern halt einfach Kabine, damit man es dann hat und dann passt's. Aber ich bin zufrieden damit, also das passt schon. Wie gesagt, über Sommer haben wir die aber drunter meistens. Weil es da jetzt auch schon wieder ist. Und ja. Da machen wir einen anderen Rammerdamm. Ja, wie gesagt, die ist halt unten verbaut. Aber da fahrst du mit dem Frontlader rein, hebst du hoch und dann ist die wieder Damm oder drunter dementsprechend. Also. Und den Bügel, den kannst du ja ganz einfach bei Hand nehmen. Brauchst du halt Lager jetzt. Ja, relativ schwierig, brauchst schon ein bisschen schon zwei Leute. Aber den bringst du aber noch. Und da fällt sich auch nichts. Zack, Druckluft ist drauf, das passt. Haben wir auch nichts. Oder als weiterfahren, natürlich muss man aber aufpassen. Weil, du ist jetzt doch schon gut was drin da hinten. Sind jetzt 50, 60 Kubik drin, also. Das ist schon ein wenig mehr als wir. 8 oder sowas, was wir auf dem kleinen Unsinn da haben. Also ja, aber was heißt auf dem kleinen, auf dem alten halt. So. Ich muss schauen, dass da von unten nichts kommt, weil das ist aber ziemlich blöde Stelle da. Bremsen. Bin ja schon froh, dass er Druckluft hat. Ja, dann merkt man schon, der Chip schon gut. Oh. Ich sag, das ist das Silo da drunter. Passt. Ja, da muss passen. Richtigen Gang eigentlich. Ja, der muss passen. Blablabla, das wird nix. Können wir da mit dem zweiten fahren? Dritter ist schnell. Aber wei. So ist es halt auch. So. Das lassen wir wieder noch. Warten wir uns wieder jetzt auch gut nach, damit wir nicht umschmeißen. Jetzt auch können wir weiter. Na, wenn ich gut dran komme, wieder rum. Ja, geht. Sagt da oben steht dem so Schlüter. Aber ja, du kannst schön Kreis fahren und dann da wieder raus. Wenn so ein wenig unübersichtlich ist, sowas geht schon. Oh ja, das poppt schon. Kann man nicht sagen. Geht was? Na, geht. Passt.
So, zweiter Wagen ist offen. Ja, jetzt ist gibt's nur ein kleines Problem. Ja, wir müssen tanken. Ja, das ist doch ganz gut was zu viel. Das Gute ist ja, wir haben ja eine Hoftankstelle da. Mit Diesel. Das heißt, wir können schon nach die tanken. Die ist quasi da vorne drinnen. Neben dem Körper. Kommen wir halt schnell nach. Müssen jetzt das Tor dann auch mal und dann können wir da schnell tanken. So. Können wir eigentlich da gleich stehen lassen. Ja, passt. Ja, zweite Fuhre. Machen wir den Schlitter. Ja. Stellen wir mal in das gute Stück. Haben wir hab's ja schon gehört. So. Dem geht es dann ein wenig ein bisschen schneller. Da läuft natürlich 40. So. Haben wir schon das Dreieck noch. Muss schon umstellen. So, da können wir mal. Da mal kurz die vorderen Oberlenker einstecken. So, passt. Das geht alles relativ schnell. Sind wie gesagt. So. Muss man bloß vorne da. Und spielt nicht. So haben wir es gemacht und dann passt es. Ja, dann kann man schnell noch hin und her wechseln. Es kommt bei ganz drauf an, ob man den Frontlader drauf oder rein. So, passt. Dann können wir den anhängen. Ja. Wer da zwei will zum Kämpfen um der 95, aber der wird er noch so leichter packt. Also, wird es der auch schaffen. So, full tankt ist er wieder. Das passt. Ja, soweit. Die Messer vom Hexer sind unscharf. War jetzt hier auch nichts. Ja, gesagt, 145er. Ein anderen Einsatz können wir. Mit dem werden wir dann die dritte Fuhre wegfahren. Und dann fahren wir wieder nach vorne auf Wotan, Schlüter. 145er. Ja. So werden wir es machen. So, jetzt machen wir doch mal die Tür zu. Passt. Und abgesteckt haben wir es, dann können wir eigentlich losfahren. Bin ich jetzt echt mal gespannt, wie der dann morgen aussieht. Weil, wie gesagt, da wo der vorher war, da ist böse schon 60 relativ sauber hingekriegt worden. Aber die ganze Zeit da hinten gestanden. Und das ist, wie gesagt, für so ein Diesel gut, wenn er die ganze Zeit bloß steht. Überhaupt für den Motor und für drauf und alles. Die Rafs sind eigentlich nur relativ gut gegangen. Die werden jetzt vorne aber leicht gefahren, also das hat man zwar schon noch ein wenig. Wir haben schon noch Schaltplatten, glaube ich, heißt es. Aber es geht, weil die Rafs sind noch relativ gut. Das sind auch noch die Originale. Also, so wie der Abwerk mit denen ausgeliefert worden ist. So, da ist auch noch der Kalkhaufen, den müssen wir dann nochmal noch wegführen. Beziehungsweise den werden wir jetzt dann auf unsere Maisfelder, wenn die alle weg sind, wenn wir den da verführen. Und wenn wir dann noch weniger an übrig haben, mal schauen, ob wir dann vielleicht den Lohn nochmal für den dort anfahren. Mal schauen. Was die Zeit so bringt. Ja, ich kann auch mal schauen, ob es geht, dass ich mit Schlitter ackern tue. 95,4 Schaden. Ja, wir haben jetzt nicht allzu schwere Bahn. Bein. So. Das denke ich mal, dürfte schon gehen. Also, ja. Das passt schon. So, dann wollen wir wieder schauen, was kommt. Geht, passt. Jetzt muss ich schon sagen, der hat super Nauze hat am Balk. So mit 30 sind wir da schon aufgezogen. Normalerweise läuft er ja 38. Crashen gegangen im 6. So, ja, um die 40 sowas.
Weiß jetzt gar nicht, ob jetzt 40 so original ist. Aber so um den Dreh müsste es schon passen. Soweit ich mich da auskenne. So, wenn wir da schauen, dass nichts kommt, aber geht, passt. Da ist ja wie gesagt gut viel Verkehr. Die Anwohner. Aber ansonsten musst du ja keiner unbedingt drauf. Aber muss ich sagen, es macht schon Spaß mit dem Schlitter vorne, also. Weiß ich nichts. Echt nochmal. Großes, großes Danke. So, dann fahren wir da hinten wieder nach, dann haben wir da wieder Ladung rein. Und das müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Deswegen werde ich mit dem Schlitter wahrscheinlich meinen ersten Gang fahren. Weil da wurde noch doch ein wenig eine andere Übersetzung, der läuft ja natürlich nicht so schnell. Auf zum die 30. So. Ja, dann können wir schon ein bisschen früher abladen. Da haben wir ein bisschen später angefangen. So könnte man schon starten. Gucken wir mal ab. Das war schon wieder schnell. Ein bisschen zurück Regime. Ah, das wird nichts. Wieder schnell müssen wir fahren. Dann haben wir den wieder oben. Warten wir jetzt kurz, weil der Damm ist dann doch ein wenig schräg um die Kurve rum. So. Also wissen wir, im Schlitter, erster Gang, Halbgas, U-Turn, jo, erster Gang. Ja, wie gesagt, viel möchte ich da dran jetzt eh unbedingt herumfahren, weil er ist dann doch ein wenig schräg. Beim Lager jetzt auf jeden Fall. War viel. Da wird es schon wieder ein wenig schwieriger. Okay, da. Man muss eigentlich der Schlitter so schön zum Fahren. Schön übersichtlich, sieht schön schön an. Das passt schon. Den können wir dann nochmal meinen vielleicht noch. Nächstes Jahr dann. Wahrscheinlich. Na, glaube ich, dass ich heuer jetzt nochmal einen Schnitt mache. Wir haben es jetzt auch schon relativ spät. Passt. Und ja. Aber mal schauen. Vielleicht machen wir nochmal beim Freund. Die sind da vielleicht nochmal mal in Einsatz bringen. Mal schauen, was es da so da gibt. Aber jetzt seid ihr mal so. Reden wir nicht lange übers Wein. Sondern starten wir. Weiter mit den Häckseln.
Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. So, jetzt sind wir wieder zurück aus den Timelapse. Ja, wir sind rechts. Vorletzte Bahn, wir sind zum Versehen. Ja, vorletzte Bahn. Ja, Bogen ist wieder relativ gut voll geworden. Also, das passt jetzt noch alles nicht, das ist perfekt. Das heißt, den fahren wir dann gleich nochmal weg und dann werden wir uns, oder beziehungsweise eine kurze Pause machen und kurz was trinken und was essen und dann geht es weiter auf den nächsten Acker. Dann wird der letzte auch noch weggehauen, aber haben wir das auch geschafft. Ja, jetzt muss ich schauen, wie lang, beziehungsweise wie viel die Speicherkarte schon voll ist, ansonsten muss ich jetzt dann schon was runter da. Dass wir das alles in den einen Flock da reinbringen, weil in zwei Teile da jetzt ungern draus warm müssen. Aber ja. Richten wir schön. Muss ich jetzt dann gleich nochmal schnell dran, weil da ist jetzt noch was Sterbling. Aber das möchte ich jetzt ungern. Deswegen machen wir gleich nochmal schnell weg. Dann passt es ja so. Ja. Waschen werde ich jetzt gleich wieder. Machen wir dann da noch. Weil das ist doch ganz gut exaut rein. Und ja. Das passt soweit. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt mit euch dieses Mal gefahren. Mit welchem ich jetzt da nicht den einen Acker dann machen wird, weil da werde ich bloß quasi bloß einen mitnehmen, weil ja, vorher ich jetzt mal da einen Hofroh, weil ich gesagt, der ist ein wenig weiter weg, der ist da hinten, den kennt ihr ja, bei der Molkerei da hinten, und ja, da gehe ich von der Hauptstraße direkt da hinten auch, und da werde ich wahrscheinlich den Schlitter nehmen, weil er halt doch ein gut schnell läuft da, und der 145 ist jetzt dann doch ein wenig zu groß und zu unwendig dafür. Und ja, da ist der Schlitter dann der bequemste. Im Wotan, ja, der hat es auch gehen. Aber bevorzuge ich da einen Schlitter, dass wir den noch ein bisschen einfahren.
Und ich muss halt sagen, ich möchte nicht so viel davon, weil der bockt schon. Der 95er 6-Zylinder, da freut sich nichts. So, ja, wie gesagt, da unten ist jetzt aber ein bisschen so ein Spitz stehen geblieben. Bin ich jetzt nicht ganz so, so gekommen, dass jetzt gerade so gerade Bahn war. Und der ist ein wenig nicht so ganz schön aufgegangen. Ja, aber es haben wir schon doch echt sowas gestimmt. Ab und zu sind noch so Flickding, da wo es gar nichts gesehen war, oder waren es Uhrzeiten, aber ich glaube, ich habe da jetzt einfach nicht gesehen gehabt. Oder da sind wir jetzt nicht aufgegangen, waren es von beiden, weil da waren halt manchmal so Spitzdinger, da wo nichts gewachsen ist. Und ja. So, schaut nochmal, ja, zwei Pflanzen jetzt, naja, komm, die machen wir auch nochmal weg. Dann haben wir die so. Naja, da seht ihr, die ersten drei sind auch schon wieder da. Schauen wir natürlich auch schon, ob es da irgendwas gibt, was sie holen können. Ah ja, so sehen sie halt. So, da sind die zwei letzten Pflanzen noch weg. Da machen wir mal Zapfen aus. So, aber jetzt ist jetzt gerade ganz gegangen mit der Kamera. Weil die geht da ein bisschen schwerer. Und ja, deswegen wir es kurz weglegen müssen. So, dann sehen wir den da auf. Ja, wie gesagt, und wenn das wird, das war ja bei den voll genau ist der gegangen, aber das hat der 65 da perfekt genau zu, da ist nichts gefällt. Und wenn der ungefähr war, das ist schon gegangen. Der Akkadodamm, der ist auch so ähnlich, bloß dass er einen Berg noch hängt und nicht rauf, oder er kommt drauf an wie ich vor. Jetzt hat einen Berg nach oder einen Berg noch. Wo er halt sicher muss, aber ich denke mal, ich werde links bauen fahren. Also ja. Ja, ich muss mal schauen, ob ich vielleicht jetzt da haben nochmal wieder kurz anspritze. Dass der griebste Dreck weg ist, dass wir jetzt so viel auf der Straße verlieren. Der Bogen. Ja, kann ich kurz drüber leichten. Weil, das muss ich dann da jetzt so, dass wir immer, dass wir so ein paar Zaufer ziehen auf die Straße, das muss ich jetzt echt. Deswegen werden wir das kurz machen. Können wir nicht auch schnell halten lassen. Braucht der Laufer. So, spritzen wir da ein wenig drauf an. Dass das Gröbste zumindest weg ist. So. Die Schutzbleche auch raus. So. Da haben wir da den noch ein bisschen. Passt. Drauf da. Unten den haben wir. Zwei Zwölf, dass der Meister zu viel Schnuss wird. Da, hin da. Da der Deichsel, den Rohr nochmal und den Schutzblech. So, da vorne da. Da wo nochmal. So. Ja, da ist er schon wieder relativ sauber, das passt. Ja, dann hängen wir noch einen Wunkel nochmal hoch. Passt, der läuft auch. Wie gesagt, ja, mit dem 63, der ist jetzt gefahren. Der war noch eine Zeit lang da. Der ist jetzt auch angefahren. Und wie gesagt, im nächsten Jahr sind wir fertig. Und dann mal schauen, ob wir hinten noch machen. Ich denke mal, also wie wir hinten dann nicht mehr schaffen. So. Jetzt machen wir alles weg. Ja, den werde ich gleich auch verfahren. Und dann
Ja, so machen wir es. Ja, dann fahre ich den gleich rauf und dann sehen wir uns dann gleich wieder.
saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange, don't even know your name.
So, jetzt haben wir gerade die letzte Ladung noch und dann haben wir es Hexel fertig. Ja, hat wieder richtig Spaß gemacht, muss man sagen. Mit Schlitter und mit dem Mammut, mit den ganzen anderen noch, also einwandfrei. Ja, jetzt haben wir gerade nochmal die letzte Fuhre ab und dann haben wir das auch schon. Dann werden wir das Ganze nochmal festfahren. Da, ja, da werde ich wahrscheinlich dann mit dem Schlitter nochmal rumfahren. Dann haben wir vorne ein bisschen ein größeres Gewicht und hinten auch. Und das Ganze dann festfahren oder was mit dem Eiher machen, da wiegt noch ein bisschen mehr. Mal schauen, jetzt lassen wir erstmal wieder noch. Ja, da drüben ist dann doch aber gut steil. Und das muss jetzt dann doch jetzt nicht einmal umschmeißen, weil da ist jetzt dann doch das Gewicht relativ hoch. Und wenn er jetzt leer ist. So, wie gesagt, du kannst einigermaßen, es ist zwar relativ eng mit dem Baum und alles, aber es geht. Also du kannst rein. Und darf man da gar nicht so schnell drüber fahren, weil da ist der Weg doch recht uneben. Und schon zahlt sich da ganz aneinander. Muss ja nicht schon sehen. So, fahren wir da wieder raus. Ja, ich muss gerade mitzählen, wie viel Fuhren wir jetzt eingefahren haben. Das werden es dann gewesen sein. 1, 2 hier. 3 waren es auf jeden Fall bei dem Agatunt und von dem da dann 4 oder so. Ja, 7, 8 hätte ich jetzt einmal gescheit gesagt. Bin mir natürlich nicht ganz sicher. Aber 7, 8, das war jetzt meine Schätzung gewesen. Was mich vorher noch runtergefahren haben mit dem 8-Tonner, da habe ich wie gesagt so um die 70 Kubik rein. Mit den großen Aufbauern drauf. Ja, beziehungsweise den Häckselaufbau nochmal oben drauf. Da geht da schon was. Ja, das reduziert natürlich auch gut. Ich werde jetzt den gleich heimfahren. Dann werde ich nochmal schön nachgefahren oder ich laufe. Kommt ganz drauf, muss ich schauen, wer Zeit hat. Dann hole ich einen Mammut nochmal rüber. Und dann werde ich das ganze Sache wieder pflegt. Häcksler. Beziehungsweise ich schaue dann nochmal, ob mich noch schnell annehm, ob mich noch einer braucht. Das ist nochmal irgendwo Häcksler helfen sollte mit noch einer, aber ich glaube es eher jeder. Ja. Und wie gesagt, sonst waschen wir den, schleife ich das Messer, mach die wieder neu, stelle in den Garage rein, beziehungsweise nicht heulen, wird er wieder eingewintert, bis wir im nächsten Jahr, ja, wenn wir im nächsten Jahr wieder brauchen. Ja, wobei, ja, das muss ich eigentlich noch gut machen, weil wir haben noch das Oldtimer-Häcksel vor, stimmt, da war ja noch was. Ja, stimmt, da war noch was, ja. Nur so ein Mais da. Ja, wie gesagt, die anderen werden jetzt auch demnächst anfangen. Ich habe jetzt zur mittleren Klasse gehört, sagen wir so. Also ich war jetzt nicht einer von den ersten, aber ich war einer von den letzten. Ja, wie gesagt, das passt schon. Ja, Schlitter super gelaufen, hab's ja gesehen. Da hat sich gar nichts gefeit. Werde vielleicht mal nochmal einen 40er Papa hinten anmachen. Weil da hat der TÜV dann noch schon gesagt hat, ja, das war ganz gut, wenn er da einen Damm hat. Weil ich weiß jetzt nicht, das war die ganzen Jahre älter. Aber beim 145 kann man dann auch noch einen Aufbau machen müssen. Ich weiß nicht, ist da eine neue Verordnung rausgekommen oder ist das einfach so. Damit da jetzt kein Hauptbau oder Damm sein müssen, wenn man weiß, wie schnell die fahren. Keine Ahnung, weiß jeder. Ja, ey, macht mir nichts aus. Poppt man da hinten oder drauf. So, wie wir am 145er Dämmung haben wir ja noch da. Oder runter, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss noch mal schauen. Eins von beiden haben wir noch da. Ja, wir werden auch noch mal Gülle auf unsere Wiesen aufführen. Demnächst dann. Dann werden wir, wie gesagt, ein Misch auf unsere Acker führen. Beziehungsweise, ja doch, Keuch und Misch. Und dann werden wir das Ganze eh ackern. Und ja. Die, wo es heute war, die werde ich noch ein bisschen wachsen lassen. Ich wollte da wieder was aufhören. Also ja. Brutal gespart. Oder Woche. So, also will ein wenig Zeit wird schon vergehen. Dann führen wir da noch was auf. Passt das so. Und ja. Gibt es sonst noch irgendwas zum Reden? Eigentlich jetzt echt viel.
Wie gesagt, mischt fern immer mit Mammut, weil das ist ein relativ kleiner alter Mischtrainer, was wir da aber haben, der ist noch in der Gemeinschaft. Da steht wie gesagt ob bei dem da hinten. Aber der hat den unten im Einsatz. Der wie mit der meisten Maschine. Wie gesagt, der ist natürlich auch größer geworden. So. Sind wir wieder am Hub? Okay, mal lang waren wir nicht mehr da. Ja, da war schon 145 unter wo dann. So, ja, Stückle von meiner Motorrad. So, müsste es passen. So, die Kirschreiner natürlich auch schon. Die sagen, da ist wieder einer an den Hof reingefahren. So. Wenn wir das Traum umspannen. Ja, das ist schon was Feins. Ja, dann werden wir jetzt einmal schnell einen Mammut holen und dann sehen wir uns wieder. So, haben wir einen Wotan, Mammut. Wotan, sag ich schon, Mammut oben gefahren. Ja, wie gesagt, ist wieder weg dreckig geworden. Mängelchen haben wir auch mit dabei, so wie es sich gehört. Und dann passt das Ganze. Ja, dann haben wir wieder jetzt alles wieder im Hof da. Dann werde ich jetzt die zwei Sachen gleich nochmal waschen. Schon da habe ich ja geschaut, da war nicht viel mit dem Nacken nicht, von dass er relativ sauber bleibt. Ist so gut gegangen, wie ihr seht. Der ist ja bloß ein wenig im Silo-Ding gefahren. Und der Mais, das bleibt halt ein wenig getroffen, aber mit den Hauts auf der Straße, wenn man da auf der Straße von das Hauts schon weg. Also, du beißt ja auch nichts. Ja. So. Was ist das dann eigentlich? Ich wasche die ganzen Sachen jetzt nochmal, da nehme ich ja jetzt nicht nochmal mit, weil das braucht es nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, 145er Mammut, Wotan. Rede ich mit dem Blut, die ganze Zeit. Ja. Dann werden wir uns im Rahmen von den nächsten Vlogs wiedersehen. Wenn wir. Naja, ich weiß nicht, was wir machen werden. Kommt ganz drauf, ob wir zuerst Misch führen oder zuerst Gülle. Aber ich denke mal, wir werden zuerst Gülle finden. Ja, ich weiß nicht. Kommt ganz drauf, ob ich das Fassel kriege und alles Mischtrainer und das. Das kann ich aber. Flo habe ich aber da. Und ja, dann mal schauen. Wie es ist, weil mit dem Oberwasserfassel ist selber so termintechnisch, wenn man es in der Gemeinschaft natürlich hat, hat es da einmal wieder früher, oder an dem Zeitpunkt, dann brauchst du es du, dann hat es der gerade, und dann geht es nicht, und wenn du es dann du hast, und dann braucht es ein anderer, das ist selber ganz schwierig. Deswegen, ja, ist aber eine Glückssache, ob man gerade so drauf ist, der muss da wischt, oder jeder, ja, sehen wir nachher. Ja, aber wie gesagt, dann darf ich mich fürs Zuschauen bedanken. Freue mich natürlich sehr, wenn du mir fleißig Kommentare schreibst. Und dann gerne auf den Abonnieren-Button klicken. Dass ein bisschen nichts mehr verpasst, wenn wir da nächstes Mal Gülle führen oder ackern. Und seht ihr ja gleich im Anschluss dann. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.